Herr Bruchhagen, erst einmal an dieser Stelle nochmal willkommen in Hamburg. Sie sind jetzt seit gestern im Amt und es gab auch eine relativ große Entscheidung. Dietmar Beiersdorfer bleibt dem HSV nicht erhalten. Ist diese Entscheidung von Ihnen ausgegangen oder von Herrn Beiersdorfer? Es ist doch selbstverständlich, dass es Gespräche gegeben hat, nachdem ich hier eigentlich schon vor 7 Tagen meinen Job aufgenommen habe. Das war zwingend notwendig, bevor der offizielle Beginn da war, und dass wir in diesen Gesprächen vieles durchgegangen sind, was für den HSV das Beste ist. Und ich habe natürlich auch die Berichterstattung verfolgt und die Spekulationen, wer was wie wo möchte. Im Rückblick macht es überhaupt gar keinen Sinn, so detailliert darüber zu berichten. Die Notwendigkeit besteht auch nicht. Wir haben uns an der Faktenlage zu orientieren, und die sieht vor, dass Dietmar Beiersdorfer, nachdem er noch 2 Transferschienen, die er schon angebahnt hat, auch zu Ende führt, hier beim HSV ausscheidet. War das aber Ihr Wunsch, mit Dietmar Beiersdorfer weiterzuarbeiten? Ich hatte Ihnen doch gesagt, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, wie in dieser Zusammenarbeit die einzelnen Positionen ausgesehen haben, sondern wir orientieren uns nur am Ergebnis, und das Ergebnis hat Dietmar selbst klar zum Ausdruck gebracht. Dann gucken wir mal ein bisschen nach vorne. Bis wann wollen Sie, müssen Sie den neuen Sportchef präsentieren? Die Saison startet ja schon am 3. Es ist doch klar, dass wir zeitnah versuchen werden, einen Sportchef zu installieren. Aber Sie werden auch verstehen, dass ich eine Vielzahl von Gesprächen führen muss, um auch den Typus des Sportchefs herauszufiltern. Ich muss mit dem Trainer sprechen, ich muss mit verschiedensten, mit Scouting-Abteilungen sprechen, ich muss mir ein Bild machen, wie das Anforderungsprofil des neuen Sportmanagers aussehen muss. Und dazu sind auch vorbereitende Gespräche notwendig, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Natürlich kenne ich im Markt die Protagonisten, ist doch selbstverständlich. Aber einfach aus eigenem Gusto heraus jemanden zu platzieren, halte ich nicht für sinnvoll. Und dazu sind vorbereitende Gespräche notwendig. Für diese Gespräche werde ich mir intensiv Zeit nehmen. Und dann habe ich auch für mich selbst ein Profil dann entwickelt, nachdem ich dann versuche zu handeln. Und da lasse ich mich nicht unter irgendeinen Zeitdruck setzen. Die Notwendigkeiten, die im Fußballgeschäft bestehen, in einer Transferperiode, sind mir seit 28 Jahren bekannt. Wie sieht es denn aus? Sie haben gesagt, Sie wollen den Trainer mit involvieren in diese Entscheidung. Gibt es da tagtäglich eine Telefonkonferenz oder wie können wir uns das vorstellen? Nein, ich habe doch mit dem Trainer schon eine Vielzahl von Gesprächen geführt. Und ich kenne auch sicherlich die Wünsche und die besondere Situation, in der wir stehen, dass wir nämlich mitten im Abstiegskampf stehen, das habe ich ja schon bei der Vorstellung gesagt, macht es natürlich zwingend notwendig, dass auch hier ein Harmonieverhältnis sich kurzfristig einstellt zwischen dem neuen Sportmanager und dem Trainer. Das gilt vom Grundsatz her, wobei eben in der Regel der Sportmanager den Trainer vorschlägt, sodass von vornherein ein Vertrauensverhältnis da ist, bei den normalen Abläufen in der Bundesliga. Hier ist die Situation eine andere, und dem habe ich Rechnung zu tragen. Herr Gisdol und Herr Rosen verstehen sich gut. Was halten Sie von Herrn Rosen? Herr Rosen schätze ich sehr. Herr Rosen ist auch anerkannt in Hoffenheim. Und auch das Tabellenbild zeigt eindrucksvoll, dass er erfolgreich arbeitet. Ich bin mir sicher, dass Herr Rosen in Hoffenheim sich ausgesprochen wohlfühlt. Und Sie können jetzt noch weitere 8 Namen erfragen. Habe ich gar nicht das Recht dazu, über einen im Amt befindlichen Kollegen ein Urteil abzugeben. Ich würde überhaupt nicht darauf eingehen, wenn Herr Rosen ein Kandidat wäre. Ich werde in den nächsten Wochen wunderbar damit leben können, dass ich täglich einen Kandidaten präsentiert bekomme, medial präsentiert bekomme, der dann auch wieder dann umgekehrt auf seine Schwächen und auf seine Stärken hin untersucht wird. Diese Begleitmusik, das ist nichts Besonderes. Sie müssen kein Urteil abgeben, aber Sie können ja theoretisch ein Angebot abgeben. Also Sie sind wahrscheinlich stolz auf Ihre ständige Nachfrage, aber Sie sollten mir auch, ich habe auch den Respekt verdient, dass Sie meine Aussagen ernst nehmen. Das ist vollkommen richtig. Mhm. Dann schauen wir mal noch nach vorne. Wenn Sie Transfers tätigen wollen, müssen Sie ja wahrscheinlich auch mit Herrn Kühne sprechen in der Zukunft oder haben das vielleicht schon getan. Wie ist da der Stand? Sie kennen doch die Abläufe beim Hamburger Sportverein. Sie wissen, dass
Herr Kühne ein wichtiges Element darstellt, aber es ist wiederholt auch von Herrn Beiersdorfer und von allen Protagonisten gesagt worden, dass Herr Kühne auf das sportlich-operative Geschäft keinen Einfluss nimmt. Das ist gut so, aber die Bedeutung von Herrn Kühne ist klar herausgestellt und die ist für den Hamburger Sportverein enorm wichtig und deswegen bin ich selbstverständlich auch im Austausch mit Herrn Kühne. Abschließend eine Frage noch, die auch eng mit Herrn Beiersdorfer zusammenhängt. Was wird aus Bernhard Peters? Da habe ich mich überhaupt noch nicht mit beschäftigt, mit dieser Frage. Bernhard Peters ist hier beim Hamburger Sportverein in einer wichtigen Funktion. Er übt diese Funktion auch, wie mir Herr Beiersdorfer berichtet hat, zur vollständigen Zufriedenheit des Hamburger Sportvereins aus. Und von daher gesehen ist überhaupt keiner, von dem ich weiß, dass er eine ordentliche Arbeit leistet, in seiner Funktion in irgendeiner Weise gefährdet. Ich bin nicht hier angetreten, um die Gesamtsituation und in die einzelnen Verästelungen, in den einzelnen Abteilungen hier Neuerungen zu schaffen. Das Gebilde Hamburger Sportverein ist sicherlich ein erfahrenes Gebilde. Fakt ist, dass wir vorwiegend im sportlichen Bereich hinter den Erwartungen zurückbleiben und da gilt es anzusetzen, um da möglicherweise mit Veränderungen effizienter zu sein. Wir können mit dem Tabellenplatz und mit den erreichten Punkten nicht zufrieden sein. Und das ist auch der Grund, dass ich letztlich hier berufen worden bin, das Amt von Didi Beiersdorfer zu übernehmen. Veränderungen bedeuten auch Transfers. Wie können wir uns das genau vorstellen? Wie ist der Ablauf mit Herrn Beiersdorfer, der das Ganze wahrscheinlich ja noch zu Ende führt? Ja, es ist jetzt nicht so, dass Transfers Herr Beiersdorfer hat völlig zu Recht reklamiert, dass er im Laufe der Jahre 200 Transfers gemacht hat. Wenn Sie ein wenig recherchieren, werden Sie zu dem Ergebnis kommen, dass ich mehr als 200 Transfers in der Bundesliga gemacht habe. Und die Abwicklung eines Transfers traue ich mir zu. Herr Bruchhagen, was die Suche eines Sportmanagers angeht, zum Verständnis, wir sprechen über die Funktion eines Sportdirektors, nicht eines Sportvorstands. Wir sprechen über die Position eines Sportmanagers, der an den Vorstand berichtet. Mhm. Abgesehen davon, dass Sie jetzt diese Situation ad hoc nicht ändern können, dass Sie keinen haben, bereitet Ihnen das ein wenig Bauchschmerzen? Sie sind ja letztlich, wenn man so will, in der Position wie Dietmar Beiersdorfer im Moment Doppelfunktion tätig zu sein. Also Bauchschmerzen ist sicherlich falsch, sondern ich hatte eben ja schon gesagt, dass es muss gut vorbereitet sein, es müssen viele Gedanken einfließen, um ein Anforderungsprofil zu erstellen. Das ist ein laufender Prozess, den ich auch schon begonnen habe. Und es ist ja nicht nur das, was ich mir wünsche, sondern die Kandidaten müssen in jeder Hinsicht zum HSV passen, auch wirtschaftlich. Das ist ja auch eine Situation. Und wie gesagt, ich weiß, mir ist vollständig klar, dass ich in den nächsten Wochen permanent mit diesem Thema konfrontiert werde. Ich weiß um die Notwendigkeit, dass ich unbedingt auch einen sportlich Handelnden, auch im Hinblick auf die kommende Transferperiode, die ja immer auch einen Vorlauf von 2-3 Monaten hat. Es ist ja nicht so, dass wenn die Transferperiode beginnt, ein Sportmanager aktiv wird, sondern es muss dem lange vorangehen. All das weiß ich und ich werde mich aber nicht treiben lassen und nehme also die Ratschläge entgegen und ich könnte Ihnen jetzt auch schon in den Blog diktieren, wie die nächsten Etappen in der medialen Berichterstattung aussehen werden. Wie sind die? Das wiederum wird das Handeln nicht beschleunigen. Die Notwendigkeit ist erkannt und danach wird gehandelt. Nach den eigenen Regeln und nach den Regeln des Hamburger Sportvereins. Können Sie etwas sagen zu Herrn Mavrai aus Köln beispielsweise? Ich kann dazu sagen, dass wenn ein Transfer perfekt ist, dass dann der HSV den Transfer vermeldet. Wenn er nicht perfekt ist, macht es überhaupt gar keinen Sinn, dazu Stellung zu nehmen, weil es die Situation der aufnehmenden Partei verschlechtert. Und in dem konkreten Fall ist es noch nicht perfekt. Ich habe wiederum, möchte ich den Anspruch anmelden, dass Sie meine Antwort auch ernst nehmen und entgegennehmen. Danke, Männer. Wie optimistisch sind Sie denn, dass das, was Sie sagen, Ruhe, nichts spekulieren, nichts nach außen geben, dass das für alle Mitarbeiter im Verein ist? Nein, ich habe doch... Wer so lange, das ist ja nun kein Prä, aber in Traditionsvereinen gearbeitet hat, mit Schalke, auch in Frankfurt, der ist nicht so erschüttert, wie
wie man das darstellt, Sie selbst recherchieren, spekulieren und hinterher beklagen Sie, dass Ihre Recherche erfolgreich war. Und da bin ich nicht aufgeregt. Herr Bruchhagen, ich muss ja nachfragen. Es gibt sehr, sehr viel zu tun. Welche Aufgaben haben für Sie denn jetzt Priorität? Was ist das Wichtigste? Das genau, und ich finde, wir haben auch da die richtige Entscheidung getroffen. Alles das, was im direkten Umfeld der Mannschaft angeht, das muss ich schützen. Der Sport in unserer prekären Situation, sportlich prekären Situation, müssen wir alles dafür tun, dass ausschließlich das Ganze auf den Sport konzentriert. Und das haben wir auch in der Entscheidung, die wir schon vor 14 Tagen, lange bevor darüber berichtet wurde, dass ich es für richtig gehalten habe und der Trainer es für richtig gehalten hat und Herr Beiersdorfer, Dietmar Beiersdorfer, dass er eng bei der Mannschaft bleibt, dass wir die Mannschaft komplett schützen im Paket. Mir ist vollständig klar, hätten wir jetzt weniger Punkte geholt, dass dann diese Diskussionen um die Neubesetzung des Vorstandsvorsitzes dann dazu geführt hätten, dass die Spekulation, die Mannschaft war verunsichert, erreicht und so weiter. Jetzt sehen wir, dass sie normale Ergebnisse in den letzten Wochen seit Bekanntgabe dieses Sachverhalts erzielt hat. Also lassen wir das Thema insgesamt gesehen fallen. Sportlich, wie gesagt, der Sport steht im Vordergrund und es ist auch nichts chaotisch beim Hamburger Sportverein, sondern es sind die Abläufe der Nervosität, die der sportlichen Situation geschuldet ist. Die sind normal und damit können wir leben. Und es darf uns aber nicht beeinflussen in den jetzt kommenden wichtigen Entscheidungen. Und da bin ich absolut zuversichtlich, dass wir dazu in der Lage sind. Und noch eine Nachfrage zu Herrn Kühne, weil bei Ihrer Vorstellung hatten Sie sich ja noch nicht kennengelernt. Gab es mittlerweile ein Treffen, weil Sie hatten gesagt, Sie wären im Austausch? Nein, es gibt noch keinen, aber wir sind im Austausch und dazu muss man sich nicht treffen. Ich werde sicherlich in absehbarer Zeit mit Herrn Kühne zusammentreffen, aber wir sind in einem intensiven Austausch. Eine Frage noch. Wie haben Sie die Kritik aus... Hallo, ich habe vor 4 Fragen gesagt, letzte Frage. Eine Frage. Du hast am Anfang 10 Fragen gestellt oder 12 Fragen gestellt. Und wenn dann die anderen Kollegen auch noch mal was sagen wollen... 14. Irgendwann ist es auch mal gut. Ja, wenn du dazwischen gehst, gut. Ja. Haben wir alles? Ich denke, es ist alles. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Schöne Weihnachten. Okay, also wünsche ich Ihnen auch alles Gute und dass wir im kommenden Jahr.